Startschuss für den ersten Spieltag der KOL Fulda Süd. Aufsteiger SV Hauswurz ist beim Absteiger aus der Gruppenliga Hosenfeld zu Gast. Auf dem Papier eine deutliche Angelegenheit, auch auf dem Platz? Die Antwort kommt in der 7. Minute. Julian Zipf, Neuzugang von der Bretagne aus Eichenzell, verliert den Ball. Weiter auf Junang, gekommen vom Gegner Hauswurz. Der schickt Rützel über links und schon steht es 1:0. So schnell kann's gehen. Der Kapitän, der Gastgeber und der Neuzugang harmonieren schon jetzt absolut perfekt. Junang ist richtig schnell und macht schon das 2:0. Hosenfeld ist klar überlegen und kommt so langsam in Fahrt. Ein hoher Ball auf Kapitän Rützel, der zieht ab und hätte Keeper Fei wahrscheinlich mit ins Tor geschossen. Ein wahrer Hammer, der Doppelpack vom 22-jährigen 3:0. Von Hauswurz war bis zur 32. Minute so gut wie nichts zu sehen, vielleicht ja jetzt. Ein hoher Ball auf Marvin Schöppner, ein toller Schuss, ein tolles Tor, der Anschlusstreffer 3:1. Doch spannend wird es hier nicht mehr. Nur eine Minute später schickt Rützel Andreas Gesang auf die Reise. Der Klärungsversuch landet direkt auf dem Fuß von Junang und der Rest ist nur noch Formsache. Jetzt wird es deutlich und das schon nach 33 Minuten. Hauswurz sehnt sich nach der Pause, aber Hosenfeld hat noch richtig Spaß. Gesang verpasst das 5:1, der Ball streift den Pfosten und wird dann geklärt. Und in der 40. Minute legen die Mann von Trainer Hondonus Palc noch einen drauf. Rützel steht beim Pass leicht im Abseits, aber ohne Assistent ist das unmöglich zu sehen. Fei kommt raus, Rützel auf Gesang, 5:1. Damit geht es auch in die Kabinen. Wenn es so weitergeht, wird das ein mehr als bitterer Saisonstart für Hauswurz. Erste Gelegenheit in den zweiten 45 Minuten, natürlich für Hosenfeld. Schenk schlägt den Standard weit nach vorn und Junang verpasst artistisch das Tor. Es dauert jedoch nicht lange, dann netzt der Ex-Hauswurzer erneut ein. Gegen ihn ist die gegnerische Abwehr macht- und mittellos und Gefühl hat er auch noch, ein herrlicher Lupfer zum 6:1 nach 59 Minuten. Der eingewechselte Christian Lehmann hat dann nochmal die Chance, per Freistoß ein Tor beizusteuern, jedoch geht der Schuss direkt auf Keeper Fei. Und das war's dann auch. Hosenfeld schießt Hauswurz mit 6:1 vom Platz und zeigt von Beginn an, welche Ambitionen diese Mannschaft in dieser Saison hat. Wir haben die Stimmen zum Spiel. Es war schwer, aber wir wussten schon, dass wir, wenn wir richtig spielen, wie wir immer spielen, werden wir gewinnen. Das war schon klar. Für uns, das war 3 Punkte geplant und wir haben die 3 Punkte geholt. Also super Sonntag. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.